Ich versuche es erstmal mit einem Blick in die frühen 1970er Jahre. Da war das die Ausbeute, die wir an medizinischer Bildgebung hatten. Wir hatten viele Röntgenverfahren, wir haben viele ausgefeilte Verfahren gehabt, bei denen man den Magen-Darm-Trakt, die Gefäße, irgendwas mit Kontrastmittel gefüllt hat, um die Aussage zu erhöhen. Aber in der Summe war es doch so, wir waren gezwungen, unseren dreidimensionalen Patienten in ein zweidimensionales Röntgenbild zu pressen. Das ist nochmal der Blick auf die 70er Jahre. Ein Patient, wir haben eine Thoraxaufnahme, der hat ein Lungenkarzinom. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Auditorium den Lungenkrebs sehen können auf dem Bild. Man muss sich ein bisschen einsehen und dann sieht man, da oben liegt er. Das ist was für Experten. Und wenn ich Ihnen das CT-Bild dazu zeige, da kann jeder im Auditorium sofort erkennen, wo der Krebs liegt. Und das unter anderem führt dazu, dass das CT heute die Modalität ist, mit der unsere jungen Radiologen beginnen, wenn sie Radiologen werden wollen. Wir haben uns Patienten angeguckt, die einen Nierentumor hatten. Das ist eine Computertomographie vom Bauch, wo man den Nierentumor sieht. Und wir haben einfach geguckt, wie groß war denn der Nierentumor, als die Patienten in die Klinik gekommen sind. Und das Ergebnis ist ganz erstaunlich. In den frühen 1970er Jahren war der Nierentumor im Mittel 10 cm groß. Und über die Jahre hat die Tumorgröße kontinuierlich abgenommen, sodass Ende der 1990er Jahre der Tumor nur noch 5 cm groß war im Mittel, wenn der Patient in die Klinik kam. Das war genau die Zeit, in der sich das Ozonloch entwickelt hat, aber das war keine stichhaltige Erklärung für diese Größenrückgang. Die Erklärung für den Rückgang ist ganz einfach die, da wurde CT entwickelt, man hat auch noch andere Modalitäten wie Ultraschall und MR gehabt und die haben sich mehr und mehr verbreitet und wir haben zunehmend Tumoren gefunden bei Patienten, die noch gar kein Symptom hatten, die einfach wegen was anderem untersucht wurden und wir haben diesen Nierentumor dann entdeckt. Und das konnte man den Daten auch entnehmen, während in den frühen 1970er Jahren nahezu alle Patienten, die wir gesehen haben, bereits Symptome ihres Nierentumors hatten. Der war so groß, dass man ihn durch die Haut tasten konnte, die haben Blut im Urin gehabt oder er hat wehgetan, hatten wir in den 1990er Jahren fast nur noch Patienten, bei denen wir den Tumor zufällig in irgendeiner Bildgebung entdeckt haben. Und der wesentliche Punkt, und da wollte ich eigentlich darauf hinauskommen, ist, dass sich das für den Patienten auch ausgezahlt hat. Wenn wir uns die Überlebenskurven angucken zu dieser Untersuchung, dann sehen wir, die Patienten, bei denen wir den Tumor mit dem CT zufällig entdeckt haben, die waren viel länger am Leben als die Patienten, die bereits Symptome haben. Das heißt, unser einfaches Motto, dass die ganze Zeit immer wieder gestresst wird, mehr sehen, zahlt sich für den Patienten aus, weil er dann länger am Leben bleibt, wenn wir mehr sehen. Unser einfaches Motto, dass die ganze Zeit immer wieder gestresst wird, mehr sehen, zahlt sich für den Patienten aus, weil er dann länger am Leben bleibt, wenn wir mehr sehen. Aber wie immer im Leben hat die Medaille auch zwei Seiten und das will ich Ihnen wieder an einer Computertomographie des Bauchs zeigen. Patient, den haben wir im CT gehabt, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Indikation heraus. Und wir haben zufällig bei dieser Untersuchung einen kleinen Tumor gefunden in der Nebenniere. So, jetzt können wir nach der CT-Untersuchung rausgehen und sagen, Herr Meier, wir haben eben die Untersuchung bei Ihnen gemacht, wir haben einen kleinen Tumor gefunden in der Nebenniere. Ist klar, was passiert, Herr Meier ist furchtbar erschreckt, er wird kreidebleich und in dem Augenblick, in dem er sich wieder etwas gefangen hat, wird er fragen, Herr Doktor, muss ich sterben? Diese Frage können Sie aus der Hüfte heraus und ganz schnell beantworten mit Ja. Aber Sie sollten, wenn Sie weitere Patienten haben wollen, sofort nachschicken, aller Voraussicht nach nicht an diesem Tumor. Denn das ist eine Laune der Natur, jedenfalls in fast allen Fällen, die keinerlei Krankheitswert hat. Das wird den Herrn Meier aber nicht beruhigen. Jetzt wird er sagen, naja, aber vielleicht bin ich doch einer von dem 1%, bei denen es was Böses ist und nicht bei den 99%, die was Gutes haben. Was sollen wir denn jetzt tun? Als Radiologe, und wenn Herr Meier auch noch privat versichert wäre, ist die Antwort ganz einfach, ist doch kein Problem, kommen Sie in 6 Monaten nochmal zu uns, wir machen neue Bilder und dann gucken wir immer wieder nach und wenn er größer wird, können wir was machen, wenn er klein bleibt, machen wir gar nichts. Das Problem daran ist nur, dass diese Dinger extrem häufig sind. Wir sehen in unserem Institut ungefähr 500 solcher Nebennierentumoren im Jahr. Das heißt, wenn Herr Meier dieses Jahr da ist, müssen wir nächstes Jahr diese 500 zweimal kontrollieren, alle 6 Monate haben wir gesagt, aber wir finden wieder 500 neue und im übernächsten Jahr haben wir die 500 aus 15,
zweimal und die 500 aus 16 zweimal. Und in 2018 muss ich bei Siemens anrufen und sagen, ich brauche ein neues CT, um all die Nebennieren zu kontrollieren. Aber auch da hilft uns das CT weiter, indem wir einfach die Kontrastmitteldynamik angucken. Wenn wir den Patienten 15 Minuten nach der Untersuchung nochmal reinlegen, können wir gucken, wie hat sich das Kontrastmittel verhalten. Die gutartigen Tumoren nehmen es früh auf, geben es aber auch ganz flott wieder ab. Die bösartigen Tumoren nehmen es auf und halten es lange. Und damit können wir heute fast 100% der Patienten genau vorhersagen, ob sie so einen guten oder einen bösen Nebennierentumor haben. Und das, was Sie als Fortschritt feiern, kann sich für uns als Radiologen zum Fluch entwickeln, denn wir müssen diese Dinger handeln und kein Mensch kann so viele Bilder handeln. Und die Zukunft des CTs könnte doch diese sein. Der Computer muss sowieso die Bilder berechnen. Und wenn die Bilder sowieso digital im Computer in unserem CT vorliegen, dann wäre es doch nur noch ein ganz kleiner Schritt. Wir bitten das CT, dann auch die Diagnose zu machen. Herr Rekwart redet gerne über dieses Phänomen. Und ich kann Ihnen eins sagen, die meisten meiner Amtsbrüder fürchten dieses Szenario wie der Teufel das Weihwasser. Bei mir ist es anders. Ich kann Ihnen sagen, das ist mein bevorzugtes Szenario von der Zukunft. Und ich kann dem lächelnd entgegentreten, denn wenn der Computer hier meine Arbeit macht, dann könnte ich doch den wirklich wichtigen Dingen nachgehen und bräuchte nur noch die Untersuchung zu liquidieren. Also ich habe gar keine Angst vor diesem Szenario, aber um auf den ernsten Boden zurückzukommen, ich glaube nicht, dass das in allzu kurzer Zeit passieren wird, jedenfalls nicht global, vielleicht in Einzelfällen wird uns der Computer das abnehmen, was wir nicht gerne machen, Lymphknoten zählen bei irgendwelchen Tumorpatienten oder sowas, da wären wir froh, wenn der Computer es übernehmen wird. Also worauf wir angewiesen sein werden, ist, wir brauchen Computersysteme, die uns helfen, die Diagnose zu machen. Einfaches Beispiel wieder, ein Herz-CT, die Koronararterien verlaufen gewunden um das Herz drumherum. Das ist nicht einfach in irgendwelchen axialen Bildern zu befunden. Das heißt, wir brauchen Programme, die uns die Arterien einfach in die Länge ziehen, sodass man ganz einfach drauf gucken kann. Etwas schöner dargestellt ist es so, da ist es ganz einfach geworden, die Diagnose zu machen. Also das ist in meinen Augen einer der wesentlichen Trends für die Zukunft. Ein anderer Trend ist, die CT wird die reine Morphologie verlassen, auch das ist mehrfach angeklungen. Wir sind heute in der Lage, eine ganze Menge funktioneller Untersuchungen zu machen. Wir können zum Beispiel die Nierenfunktion seitengetrennt mit einem CT-Scanner messen. Wir können nicht nur die Lungenembolie darstellen, sondern wir können auch messen, was für einen funktionellen Ausfall das für die Lunge hat, indem wir solche Jodkarten der Lunge erstellen. Und bei Tumoren ist es noch viel wichtiger, ein Patient, der einen bösartigen Tumor hatte, der therapiert wurde, am Ende der Therapie ist das übrig geblieben. Früher wären wir immer in der Versuchung gewesen zu sagen, das könnte ein residueller, noch aktiver Tumor sein, der weitere Therapie braucht. Heute können wir mit solchen Verfahren sagen, das ist gar kein vitaler Tumor mehr, das ist nur noch eine Narbe, die dort ist. Der Patient braucht deshalb keine Therapie mehr. Und ein wesentlicher Punkt ist, das CT hat längst die Dimension eines reinen Diagnostikums verlassen. Das CT ist heute für uns ein wichtiges therapeutisches Werkzeug. Wir in Erlangen in der Uniklinik betreiben ein CT nur für Eingriffe, die wir da drin machen. Zum Beispiel solche Tumortherapien. Wir punktieren von außen in den Tumor und zerstören ihn dann mit solchen Sonden über Hitze. Und da hilft uns das CT-Scanner weiter, indem er uns einmal hilft, den Zugangsweg zu planen und dann während der Untersuchung selbstständig kontrolliert, ob wir noch auf dem Zugangsweg sind oder ob wir den richtigen Weg verlassen haben. Aber diese Segnung hat auch ihre Risiken und für die Krankenkassen ist die Computertomographie in allererster Linie mal ein milliardenschweres Finanzrisiko. Und man muss sich doch die Frage stellen, welches Gesundheitssystem der Welt kann sich denn so viel Innovationen überhaupt noch leisten? Oder um es noch provokanter zu sagen, ist nicht das, was wir heute Abend hier feiern als Innovation, der Tod jedes Gesundheitssystems, weil wir die Systeme damit überfordern? Wenn wir uns angucken, was ist wirklich der Kostentreiber in den Gesundheitssystemen, dann sehen wir, dass die Medikamentenkosten den allergrößten Anteil ausmachen. Und die wachsen und wachsen seit Jahren. Die Pharmaindustrie produziert Medikamente, die heute nicht selten Therapiekosten von 100.000 Euro pro einer Therapie erzeugen. Das ist ein Patient, der Harnsäurekristallablagerung in seinen Gelenken hat. Das kann man in der
zwei Spektren-CT wunderbar darstellen. Das grüne ist die abgelagerte Harnsäure, die ihm die Gelenkbeschwerden macht. Und man kann das heute mit einem extrem wirksamen Medikament behandeln. Das Zeug hat nur zwei Probleme. Es ist sauteuer und es hat extreme Nebenwirkungen. Das heißt, wir wollen den Patienten damit nur behandeln, wenn es ihm einen Vorteil bringt. Und da kommt jetzt die Bildgebung ins Spiel, denn wir können nach ganz wenigen Gaben des Medikamentes sagen, ob der Patient einen Vorteil davon hat oder nicht, lange, lange bevor er selber merkt, dass er einen Vorteil davon hat. Das heißt, wenn Bildgebung es nur hinbekäme, unsere Medikamentenausgaben um 5% zu reduzieren, dann wäre das mehr als alles, was die Krankenkassen heutzutage für Bildgebung ausgeben. Ich will Ihnen dafür danken, dass Sie in den letzten 40 Jahren Ihre Arbeitskraft, Ihre Innovationskraft, Ihren Ideenreichtum in die Entwicklung dieser wunderbaren Geräte gesetzt haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, damit tolle Untersuchungen zu machen. Vielen Dank.